Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich rede heute über den Wassermann und ich meine nicht das Fabelwesen, also dranbleiben. Das viel zitierte Wassermann-Zeitalter, das Luftzeitalter ist endlich da. Und ist das nicht wundervoll? Im Musical Hair hieß es schon Harmonie und Licht und Wahrheit, Sympathie und Recht und Wahrheit. Ne? Auf Englisch weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Sonst müsste ich hier zu singen anfangen und das wäre nicht so gut. Die drei Spitzbuben haben es damals umgetauft, irgendwann in den 70er Jahren. Die haben gesagt, der Wein ist viel zu gut und stark. Darum Wassermann, stark, darum Wassermann. Und das passt schon mal ganz gut. Es ist eine Trunkenheit, eine Betrunkenheit im Wassermann. Es ist halt das Neue, es ist exzentrik und dieses Wassermann-Zeitalter nagt gerade an unseren fixen Werten. Das heißt, wenn wir versuchen, etwas festzumauern, eine Regel aufzustellen, etwas Fixes und Dauerhaftes zu schaffen, wird es nicht funktionieren. Wir erleben es ja gerade im Staatlichen, auch in diesem Chaos, in diesem Auf und Ab und mal diese Regel, dann probieren wir das, dann probieren wir was Neues, dann probieren wir wieder was anderes und alles ist permanent im Wandel begriffen und kein Stein bleibt auf dem anderen. Naja, und das ist klassisch Wassermann, der mag es ja, wenn sich was rührt, wenn etwas exzentrisch ist. Deshalb birgt diese Energie auch ein ganz hohes Frustrationspotenzial, denn jeder, der noch sehr erdlastig ist, astrologisch gesprochen, und Österreich ist ein ziemlich behäbiges Erdland, der kann mit dieser Luftenergie nicht so viel anfangen. Die Zeichen sind natürlich da. Ja, also die Zeichen, nämlich, dass man sagt, Information, also etwas Luftiges, ist wichtiger, wertvoller als ein Besitz. Ja. Das ist so ein klassisches Zeichen, dass wir alle permanent vernetzt sind über unsere Mobiltelefone. Auch das ist ein Zeichen vom Wassermann, dass sich Kontakte herstellen, Gleichgesinnte finden. Also das ist eine ganz andere Schwingungsebene. Auf der anderen Seite natürlich dann auch das Chaos, die plötzlichen Umstellungen der Werte. Einmal ist man scheinbar frei und einmal ist man absolut eingesperrt. Also all das ist Wassermann. Und natürlich ist dieses Versuchen, mehr Druck auszuüben, der Erdkräfte, der alten Gesetzmäßigkeiten, ein typisches Beispiel dafür, dass man sagt, man möchte das Neue noch unten halten. Jetzt wird ja oft gesagt, na und jetzt kommt aber das Neue, jetzt kommt dann der Aufschwung, jetzt kommt dann der Wertewandel. Naja, der Wertewandel wird allerdings nicht nur mental stattfinden, sondern wahrscheinlich auch physisch. Und die Frage ist dann, wie gut tut dieser Wertewandel eigentlich dann der Materie beziehungsweise jedem, der sehr viel Besitz hat. Und wir sind nun einmal auch hier in Österreich sehr besitzorientiert. Was wir haben, ist halt doch auch Teil von der Art und Weise, wer wir sind und wie wir uns definieren. Und deshalb ist dieser Wertewandel vielleicht auch etwas chaotisch zu sehen am Anfang und nicht ganz so easy cheesy und alles ist leicht und locker. Auf der anderen Seite tun sich Menschen, die sehr, sehr uranisch, also sehr wassermännisch geprägt waren, leicht in der Zeit, dass man sagt, das ist eigentlich nichts fix und ich muss einfach beweglich bleiben. Und in diese Beweglichkeit solltest du auch eintauchen. Ich habe schon gesagt in anderen Videos, raus aus dem Hamsterrad, schau, dass du weicher bist, dass du flexibler bist, dass was Neues reinkommt. Und auch dieser Podcast über das Wassermann-Zeitalter ist eigentlich wichtig, dass du daran erinnert wirst, versuche nichts zu fix zu machen, zu sehr zu binden, sondern bleib offen. Also wenn du etwas hast, das ist wunderbar, aber denk das nicht an die Ewigkeit und das wird immer so sein, denn dann kommt die Angst, dann kommt der Leidensdruck relativ rein, weil der Wassermann das nicht möchte. Und wir erleben, wie gesagt, jetzt gerade diesen Kampf Materie, alte Materie gegen das Neue. Und da sind wir drinnen in diesem Wandel und der wird auch noch ein paar Jahre dauern. Also jeder, der sagt, naja, jetzt machen wir dieses und jenes und dann ist eine gewisse Krise vorüber. Nein, dem ist nicht so. Also der lange Atem ist gefragt,
Die geistige Gesundheit ist gefragt, die geistige Flexibilität ist gefragt. Und letzten Endes geht es beim Wassermann um deine Visionen, um das, was du sehen kannst. Und das ist etwas, das dem Wassermann gefällt. Das mag der haben. Hab eine Vision. Ja. Das ist eine gute Sache. Also schaff eine Vision für dich. Und wassermännische Visionen ist eine Vision, die für alle gut ist. Darum ist natürlich dieses Aufflammen eines Umweltgedankens, dieses für uns alle ist es gut, wenn es der Erde gut geht, ein typisch uranischer Gedanke. Also der passt da absolut rein und deshalb lässt sich dieser Gedanke auch gut momentan unter die Leute bringen. Das ist ganz klar. Also das, was für alle gut ist, was für viele gut ist, eine positive Vision nach vorne, das ist im Wassermann-Zeitalter gegeben. Aber erwarte nicht, dass Wassermann ruhig kommt. Das sind Veränderungen, das sind Umstürze, Umbrüche. Wir erleben es natürlich in dieser Krise, die wir jetzt auch haben. Also das kommt nicht leise und Hare Krishna und wir kiffen uns alle mal ein und alles ist gut. Leider ist dem nicht so. Das heißt, wir erleben gerade die Prüfung der erzkonservativen Erdschwere, der Begrenzungen, der Einschränkungen und wie das jetzt alles in die Luft gewirbelt wird und was sich dann wieder setzt, wissen wir alle noch nicht, weil es neu ist. Und vielleicht hast du gerade, wenn du in meinem Alter bist, zum ersten Mal auch das Gefühl, dass die Welt sich anders dreht, dass du nicht mehr so Teil dieser Welt bist, weil wir halt noch aus diesem alten Materialistischen kommen und jetzt erst in das Neue gehen müssen. Und das sind Unsicherheiten, das sind Ängste, völlig in Ordnung. Deshalb verzweifle da bitte nicht, wenn du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt irgendetwas, was dir gar nicht so taugt. Es wird passen, es ist halt anders, es wird sich vieles ändern, aber grundsätzlich geht es darum, dass du auch bei dir bleiben kannst und dir wirklich vertraust. Das heißt, das Fundament, die Sicherheit ist letzten Endes nicht mehr dein äußerer Besitz, dein Bankkonto oder sonst was, sondern ist letzten Endes in dir drinnen. Und auf das würde ich immer wieder mich zurückbesinnen. Ich lade dich nochmal dazu ein, bleib bei dir. Beschäftig dich mit dir. Ja, soweit zum Thema Wassermann. Was hältst du denn vom Wassermann-Zeitalter? Wie siehst du denn das? Wie erlebst du diese Zeit? Würde mich freuen, wenn du was in die Kommentare schreibst. Wenn du eine Idee zu einem Thema hast, mit dem ich mich beschäftigen soll, dann bitte schreib es mir auch in die Kommentare rein. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und es gibt natürlich auch hier im Kanal immer wieder Astrologie-Videos, die sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Also zumindest einmal im Monat gibt es so ein Monatshoroskop. Und es gibt auch eine Meditation zum Wassermann-Zeitalter, die kannst du auch machen, die verlinke ich dir. Gut, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine Zeit, auch wenn sie bewegt ist, dass du zur Ruhe kommen kannst, wo Stabilität stattfinden kann. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Liebe aus Linz, dein Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss.